Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Seit 16 Uhr ist das epische Strike-Event Thylakotator-Angriff an den Stops vorzufinden. Was der Thylakotator auf Level 30 alles so kann, welche Belohnung ihr bekommen könnt, welche Belohnung ich bekommen werde, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seht, ich stehe quasi fast in einem Strike-Event. Erst einmal aber vielen, vielen Dank. Wir haben gestern zusammen die 1000 Follower auf Twitch geknackt. Das ist insane gut, finde ich. Wir haben Anfang des Jahres hatte ich gerade so oder knapp unter gerade so, ich weiß es nicht mehr, 300. Das waren aber eigentlich alles Inaktive. Und da jetzt in so kurzer Zeit quasi, wo wir bei 0 gestartet haben, auf 1000 zu kommen, finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hier haben wir Thylakotator-Angriff. Das Ganze endet morgen um 15 Uhr und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in 21 Stunden und 51 Minuten. Ihr benötigt einen Sieg, dürft euch keine Niederlage erlauben. Und hier mal die Eventbeschreibung. Thylakotator-Angriff. Die Belohnung für dieses Angriffsereignis wird von einem wilden Thylakotator bewacht. Nutze Betäubungsfähigkeiten, um seine Zerfleischungsangriffe zu verhindern. Schwierigkeitsgrad Master 26 bis 30 erforderlich. Belohnung gibt es natürlich auch eine, 200 Thylakotator DNA, 397 epische DNA, 662 seltene, 7752 gewöhnliche und 15.000 Coins. Und mit denen hier bekommt ihr es zu tun. Natürlich Thylakotator auf Level 30, 5470 Leben, 1216 Schaden, 117 die Geschwindigkeit, 0% Panzerung, 40% kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Er hat übermächtigen Angriff und bedachte Jagd. Dann zerfleischender Sieg, wo er 0,6-fachen 60% der Lebenspunkte abzieht, hat aber eine Runde Verzögerung und hat tödliche Wunde, kann also Blutungsschaden wirken. Hey, warum? Hey, kann man nicht scrollen? Ne, der lässt mich gerade nicht scrollen. Und er hat Einsatzablenkung und er müsste auch immun gegen Betäubung sein. Wo wir leider jetzt gerade nicht drauf kommen. Sprich, der könnte als Swap-In gespielt werden und da wäre vielleicht Blutungsschaden gar nicht so schlecht oder was Immunes zu spielen, was nicht abgelenkt werden kann. Dann haben wir den Beutellöwen. Der hat 5470 Leben ebenfalls, 1260 Schaden, 1617. Das sind die gleichen Werte, ist das korrekt? Wenn es korrekt ist, okay. Ist mir nur noch gerade erst aufgefallen. Der hat leichten Zerfleischungsangriff mit 0,34-fachen der Lebenspunkte. Zerfleischenden Sieg mit 0,6-fachen. Ihr habt Jagd, Gegenangriff und Immun gegen Verlangsamung. Kann auch sein, dass der andere auch gegen Verlangsamung ist. Ich meine, aber wäre auch betäubungsimmun. Suchotator, 5470 Leben. Hat er auch. 1301 der Schaden, 116 die Geschwindigkeit, 20% Crit, 0% Panzerung. Übermächtigen Angriff, tödliche Wunde, Aufhebungsstoß und sofortige Ablenkung. Heißt also, zwei der Kreaturen können ablenken. Zwei machen prozentual Schaden, beziehungsweise drei sogar, den Suchotator mit Blutungsschaden natürlich auch. Und von daher würde ich hier mal sagen, um den Blutungsschaden zu entgehen und um den Gegner abzulenken, nehmen wir auf jeden Fall unseren Brotze mit und seinen Magna. Damit sollten wir es, denke ich, schon schaffen. Für den Fall der Fälle nehmen wir den hier noch mit in den Tor und unseren Dracoceratops. Tor einfach deshalb, weil er gespeedboostet ist und viel Schaden in kurzer Zeit machen kann. So, los geht's. Und wir beginnen mal, würde ich sagen, mit Procerato und schauen, wie weit wir mit ihm kommen. Thylakotator, der sieht einfach schon mal nice aus, muss man definitiv so sagen. Mir gefällt der sehr gut. Und ich würde fast sagen, wir greifen in der ersten Runde normal an. Wir kriegen einfach einen Schaden und können ihn in der nächsten Runde killen. Zwar mit dem starken Angriff. Oh, er setzt sogar bedachte Jagd ein. Er ist aber jetzt auf Ausweichen aus. Wait, das hat er doch nur eine Runde, ne? Deswegen habe ich jetzt hier oben eingesetzt, weil... wenn er ausgewichen wäre, wäre es kein safer Kill gewesen. Und jetzt hat er wiederum nur den schwachen Angriff. Also setzen wir jetzt die Aufhebung ein und gleich nochmal. Und haben ihn dann gekillt und bekommen, hey, bedachte Jagd. Also das müsste man sich merken. Das kann man jetzt mit, ich würde mal sagen, doch recht niedrigen, ich muss noch ein bisschen leiser machen, mit recht niedrigen schaffen. Denn
wenn man sieht, wie der Gegner die bedachte Jagd spielt, einfach passend sofortige Ablenkung spielen, hey, dann seid ihr auch mit einem anderen Kreaturen wie selbst Suchotato ganz gut dabei. Suchotato einen Speedboost, dann seid ihr schneller. Und dann seid ihr sehr, sehr gut am Start. Schauen wir mal auf den Beutellöwen. Der kriegt jetzt aber den starken ab. Ist nicht down, aber nahezu down. Oh, wir kritten es. One-Shot. Oh mein Gott. Okay. Kann man mal machen. Ja, setzen wir den ein. Aufhebungsstoß. Und. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Er setzt auch seinen Aufhebungsstoß ein. Wir haben Aufhebungsangriff eingesetzt. Er krittet auch. Aber das juckt uns herzlich wenig, denn egal was er einsetzt, er kann uns nicht in zwei Zügen töten. Das heißt, der Procerator schlägt mal wieder zu und killt die gesamten gegnerischen Saurier in eins. Auch wenn der Gegner hier nochmal krittet. 20% hat er. Ja gut, das sind halt die Strike-Events mit Boosts. Aber generell der erste, welcher als stärkstes eingeschätzt wurde, ganz schwach gespielt von der KI. Also da könnt ihr auch mit deutlich niedrigeren Sauriern ran, solange ihr eins schneller seid und den Gegner ablenken könnt. Ja, no joke, ich würde ganz normal angreifen, vielleicht auch mit Aufhebung sowas wie oder eben Blutungsschaden draufgeben, Suchotator, dann sofortige Ablenkung im starken Angriff und dann wieder angreifen normal. Und die anderen beiden so schafft ihr dann auch locker. Also, Brutkasten, was ist drin? 15.000 Münzen. Tylocotator-DNA, das war ja klar. Lytronax, komm, gib uns was Gutes. Trieze. Allegro, das ist gut. Tyranno, komm, was Schönes, Episches. Ankylo, da bin ich mit zufrieden. Und komm, Spino, das ist auch okay. Das ist okay. Nicht schlecht, aber auch nicht so pralle. Das zum Strike-Event. Und ich drücke euch da die Daumen, dass ihr das auf jeden Fall alles schafft. Dann haben wir ja ein Turnier am Start. Turnier für gewöhnliche und seltene Fähigkeiten. Belohnung, as usual, kostet nur 10. Alle gewöhnlichen und seltenen Kreaturen sind erlaubt. Bei den seltenen Kreaturen auch Hybride, also Suchotator am Start. Ja, werde ich mitmachen Sonntagabend im Stream. Versuchen wir wieder zu climben und versuchen wieder, ich würde sagen, in die Top 5000 zu kommen, dass wir da 150 Cash bekommen. Suchotator wird wahrscheinlich im Team sein. Kelenken vielleicht auch, den habe ich letztes Mal schon als gut empfunden. Aber das schauen wir uns dann mal an. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bei diesem Video zugeschaut habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen kostenlosen Follow da, ein kostenloses Abo und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream auf Twitch. Macht's gut, bis dahin und ciao.